Welche Chancen hat denn Jean-Claude Juncker noch aus Ihrer Sicht? Ich glaube, er hat sehr gute Chancen. Er hat, wie auch andere, selbstverständlich große Vorzüge. Und schauen wir mal, wie das zu kombinieren ist. Er ist ein Mann, der europäisch denkt, europäisch handelt. Und ich glaube auch, dass wenn man sein politisches Werden schaut, dass er wirklich die Europäische Union, sagen wir mal, im Integrationsprozess weiterführen wird, wenn er diesen Posten bekäme. Allerdings gibt es vielleicht auch Tendenzen, die eher auf der intergouvernementalen Schiene sind. Das wird man sehen.